Moin, hier sind die Waldwerkers. Wir sind dieses Wochenende wieder unterwegs und haben uns mal gedacht, wir könnten mal versuchen, Feuer zu bohren. Ja, was brauchen wir dafür? Von unten nach oben irgendwie ein Stück Rinde. Ja, das Bohrbrett, irgendwie eine Spindel. Ja, ein Druckstück. Druckstück und Bindfaden. Ja, Bindfaden. Oder ein Stück Schnur. Ja, dafür nehmen wir irgendwie ein bisschen Paracord oder irgendwie. Wir haben da so zwei Schnüre, mal gucken, ob die halten. Und ja, wir versuchen das mal. Einen Bogen noch irgendwo sammeln und ja, wir nehmen euch mal mit. Wir versuchen das einfach. Ob es funktioniert, wissen wir nicht. Was wir hier so haben, eine Menge Grün. Erstmal nehmen wir euch hier mal mit. Nein, was sehe ich hier? Was ist da? Was sehe ich hier? Hier ist Boah! eine Schnur. Und hier auch. Nee, die ist da gewachsen. Ich werde verrückt. Genial. Ah, das brauchen wir dafür. Die nehmen wir schon mal Was nehmen mit. wir noch? Jetzt Was gucken wir haben wir mal noch? weiter. Oh, hier. Ein schön gebogenes Stöckchen. Da Ich glaube, das könnte der Bogen werden. können wir die Schnur dran befestigen. Jawohl, Ja, das nehmen wir auch das mit. nehmen wir. Jetzt gucken wir mal, dass wir noch Zunder kriegen. Ja, jetzt machen wir erstmal Zundernest und wir besorgen uns mal den ganzen anderen Scheiß. Und herrliches Wetter. Spätsommer. Einfach nur genial hier draußen. Das Moos ist ein bisschen nass. Ich kratze mal hier was ab. Ja, Sieht nass ist so gut nicht so aus. gut. Doch, das sieht schon gut aus. Das sieht schon gut aus. Das könnte was werden. Hier, vielleicht so ein Zeug für außen. Ja. Wir brauchen ja auch nicht viel. Naja, ich soll das Feuer entfachen, ne? Geniales Wetter einfach hier draußen. Schau mal, ja, guck mal. Meinst du, damit kommen wir schon hin? Na, ja, noch ein bisschen mehr. Ich habe hier auch schon ein bisschen was für außen dann. Ja. Und Ja, dann guck ich na, mal wir da. suchen noch ein bisschen. Guck dir das mal an. Das ist richtig gut trocken. Das nehmen wir mit. Ich glaube, das langt jetzt. Ja, Oder? das Guck mal, du außenrum hast auch noch. mal außenrum. Hier drinnen das Moos. Das nehmen wir. Na, wir gucken noch mal ein bisschen. Hier oben. Hier, sowas hier. Ja, sowas. Oder hier oben. Nee, das ist. Ja, zu feucht am Ja, Boden, glaube ich. nee, das geht auch. Das geht auch noch. Da muss ich halt ein bisschen schneller bohren. Ja, das da, wie das runterhängt. Nee, das ist wieder zu feucht. Feucht ist nicht gut hier. Da ist auch noch was. Jetzt legen wir das mal hier hin. So ein Scheiß vielleicht. Wir versuchen das einfach. Keine Ahnung, was wir hier tun. Aber wir versuchen das. Einfach mal machen. Komm, das langt. So, nehmen wir mit alles. Das Zundermaterial geht jetzt ab in die Hosentasche, in der Hoffnung, dass das so irgendwie durch die Körperwärme vielleicht noch ein bisschen weiter austrocknet. Ja. Und ja, wir versuchen. Paul, jetzt wieder was. Was denn? Wieder was im Wasser. Wir sind auf der Suche nach einer Bohrspindel. Im Wasser nicht. Pilze. Was? Pilze. Oh, Die nehmen wir mit. das, die nehmen wir mit. Die Das nehmen ist wir ja ein mit. Fund. Wunderbar. Die nehmen wir. Die nehmen wir, ich bin mit. Ja, mal gucken. Ich schneide immer an der Nase. Ganz dicht am Baum. Oh, sieht gut trocken aus. Der ist trocken und Kienspan. Naja, na, wir testen das. Wir testen. Ja, ein Stück Rinde haben wir auch gefunden, für ganz unten drunter. Und jetzt versuchen wir mal ein Bohrbrett zu bauen. Und das kloppen wir dann da raus. Also der Bogen ist schon mal als Feuerholz geendet. Das funktioniert nicht. Ich suche mal was Neues. Derweil Stefan dabei und bereitet die Bohrspindel vor.
Meinst du, das hält? Boah. Kommt auf den Versuch an, ne? Ja, versuchen wir. Schau mal, das könnte schon was werden. Als Druckstück noch ein bisschen runder machen. Der ist, glaube ich, auch gut von der Auflage. Diese Mücken hier. Ah, ja. Von der Auflage her. Und da muss ich den nur noch gerade machen. Ja. Und weiter geht's. Ja, sind immer noch dabei, versuchen diesen Fichtenast ein bisschen zu begradigen. Und das Ding, ich habe es mal versucht anzureißen, vielleicht sieht man es. Das Kernholz, in Hoffnung, ist es trocken. Das versuchen wir jetzt, um herauszuarbeiten. Hackst du klein? Ja, ich versuche das. Boah. Das war schon mal gut. Nehmen wir aus der Mitte raus, ja. Ja. Jawohl. Das soll das Bohrbrett werden. Ich bearbeite das noch ein bisschen. Oh, hier. Du schleifst das noch ein bisschen glatt. Da drin. Was ist das? Ach, vom Holzwurm? Holzwurm oder so. Ja. Na, wir bohren jetzt vor. Mal zu gucken. Boah. Das ist aber ein. Das hört sich nass an. Ein richtiger Aufwand. Das erstmal herzustellen, aber Paul, ich glaube, das fängt schon an zu dampfen da unten. Ja, das ist doch gut. Vorbohren. Soll's auch. Qualmen. Ja, guckt euch das an. Ja, das ist nur Vorbohren. Jetzt machen wir die Kerbe hier noch ein bisschen sauberer. Ja. Und dann. Wir müssen nicht frieren heute Nacht. Nicht das Kalteste nachts noch. Wackel wie so ein Lämmerschwanz hier. Ja, schön mit dem Schienbein aufs Handgelenk drücken, dass du da. Ja, die Spindel läuft nicht hundertprozentig rund, aber. Habe ich gefuscht. Das was Gutes ist, wenn es quietscht oder nicht, keine Ahnung. Pause. Ja, wir kippen das dann nachher ab. Ja, natürlich. Ne? So, hier, dann kommt das da rausgefallen und dann kippen wir das hier rauf. Gut. Gut. Ja, mach das noch ein bisschen feiner, ein bisschen schöner, ein bisschen zusammen. Genau, schön auffasern und die Grashalme, die wir hatten, noch da reinlegen. Die hier? Ja. Schau mal, wie ich da so ran, das drumherum. Wir wollen ja erstmal nur gucken, dass wir Glut bekommen und dass wir... Und das hochlegen, nicht in Dreck, also nicht in eine feuchte Erde. Ja. So, und jetzt? Ich probiere. Jetzt wird nochmal nachjustiert. Der liegt nämlich oben im Griff nicht so richtig gut an. Ah, Mücke. Die Mücken kommen schon wieder. Wir brauchen Feuer, unbedingt. Sonst werden wir sterben. Auf ein neues. Der 50. Versuch. Wir probieren es nochmal. Und wenn das nichts wird, dann haben wir einen Plan B.
los jetzt. Jetzt rutscht das Seil durch. Ey, komm hier, wir lassen die Scheiße, wir machen jetzt hier Plan B. So. Plan B? Plan B? Plan B. Plan B. Ich drehe mal um. Plan B. Jetzt machen wir Plan B. Ihr wisst, was jetzt kommt? Natürlich. Natürlich? Ja gut. Paul bereitet vor. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Plan B. Wir wollen wenigstens gucken, ob unser Zunder funktioniert. Wir geben aber nicht auf. Niemals. Niemals. Ja, mit dem Feuerbohren ist schwierig. Hat nicht so richtig funktioniert hier. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht wisst ihr es ja. Vielleicht war das zu feucht oder die Spindel. Ich habe keine Ahnung. Hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Und deswegen machen wir jetzt Plan B und versuchen trotzdem unser Zundernest mal mit ein bisschen Kienspan. Hier, das haben wir hier in so einem, bei der Holzvorbereitung gefunden. Das ist schön harzig. Ich glaube, es ist Kiefer. Ja. Und ja. Machen wir das jetzt an. So, wenn ihr Tipps habt zum Feuerbohren, schreibt einfach bitte mal was in die Kommentare. Bitte, ja, bitte. Wir geben nicht auf, wir machen nächstes Mal weiter. Nur jetzt geht es langsam Richtung Nacht und Schnauze voll auch. Ja. Wir brauchen Feuer. Also schreibt in die Kommentare. Macht's ja gut. Wir machen es an. Ja. Boah, ich habe Feuer gemacht. Ja, das brennt doch sowieso hier. Es ist scheißegal, was du damit tust. Ja. It burns, burns, burns. So, bleibt stabil. Viel Spaß euch. Macht's gut. Ciao.